Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe euch jetzt mal mitgenommen auf einen schönen Spaziergang. Wir werden uns mal weiter fortbewegen und ich hoffe, dass es hier menschenstill, menschenleer ist und bleibt. Weil ich komme mir immer so ein bisschen komisch vor, wenn ich Videos mache in der freien Natur sozusagen. Aber das muss ja auch egal sein, wir sind ja hier im Wassermann-Zeitalter und ja, siehst du, da kommt schon wieder jemand. Und wenn Leute YouTube-Videos gucken, dann können sie ja auch den Nerv haben, dass jemand auch YouTube-Videos macht. ihr Lieben, ich werde das jetzt auch nochmal auf Deutsch zusammenfassen. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin die Michelle, falls du mich noch nicht kennst, und ich mache mediale Arbeit mit Karten, aber auch mit Systemen. Und heute schauen wir uns ganz allgemein die Energien an im Jahr 2024. Diese Videos kommen normalerweise auf den meisten Kanälen im Dezember raus, und das kennen wir auch so, dass am Ende des Jahres solche Forecasts und Horoskope und so weiter und so fort rauskommen. Ob es nun im Fernsehen ist, ob das ein YouTuber macht, es ist immer was Ähnliches, dasselbe, ja. Ist egal, ob du auf YouTube schaust oder woanders. Ihr Lieben, ich hatte wirklich den Impuls, das jetzt erst im Januar zu machen. Wir hatten rückläufigen Merkur gehabt und der rückläufige Merkur, der ist ja jetzt vorbei. Ich habe den noch gespürt persönlich, noch sicher bis vorgestern. Und ich mache dieses Video, ich glaube, am 7. Januar oder so. Und soweit mich jetzt nicht alles täuscht, im Nachhinein am 2. Januar ist der Merkur wieder geradewegs gelaufen und ist aus der Rückläufigkeit rausgekommen. Aber das ist ja eigentlich eine, ich sag mal so ein bisschen, ja, so eine chaotischere Zeit, so ein rückläufiger Merkur, wir kennen es. Man muss sich davon nicht sonderlich beeindrucken lassen, aber man muss jetzt nicht unbedingt irgendwelche neuen Vorhaben machen. Wir reden zwar vom alten Jahr, nee, wir reden ja vom neuen Jahr, richtig, vom Jahr 2024. Und für mich ist so ein Forecast oder solche Energien, ja, die wir uns hier anschauen, immer etwas eine Aufforderung zu wachsen. Für mich ist das jetzt als Beraterin, ja, als Medium, als Spirituelle absolut nichts, was man sich einmal anhört und dann ad acta legt. Kann man schon mal machen. Jeder ist da ja anders. Es heißt jetzt nicht, dass jemand nicht an sich arbeitet, der jetzt irgendwie so ein Horoskop nicht das ganze Jahr über vor Augen hat. Und das wird man auch nicht das ganze Jahr über vor Augen so haben, wie ich das jetzt hier vielleicht erzählt habe oder ein anderer Fachmann, Fachfrau irgendwie, die du dir angeschaut hast oder so. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht einfach darum, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass wir einfach, also nicht das Ganze im alten Jahr lassen, sondern tatsächlich damit aktiv arbeiten können auch, und zwar ab dem neuen Jahr, weil es geht ja um dieses Jahr, ja. Und zwar, dieses Video ist jetzt die aktuelle Zeitqualität. Hier reden wir über das astrologische Neujahr, über die fliegenden Sterne, über das Human Design Rave-Jahr und über die allgemeinen Energien und ein bisschen über Numerologie auch. Ich schätze die Komplettanalyse sehr. Zu diesen ganzen Themen, die sich mir hier zeigen werden oder schon gezeigt haben, mache ich dann im Laufe des Jahres tiefgehende Auswahlorakel, Orakel an sich, mit meinen traditionellen Tarotkarten, mit der Tarot-Tradition. Und dann werdet ihr sehr, sehr gut die einzelnen Themen für euch auch nochmal vor Augen haben. Ja, es kommen jetzt die ganze Zeit auch die einzelnen Sternzeichen raus. Ich stress mich damit nicht, aber zum richtigen Zeitpunkt, wenn du diese Information brauchst, dann kommt es, denke ich, auch raus. Das ist ja auch eine intuitive Sache. Ganz oft sind die Dinge ja richtig, wenn wir sie richtig fühlen, also oder als richtig erfühlen. Wie oft haben wir denn das Gefühl, etwas gerade jetzt nicht tun zu sollen, zu wollen oder wie auch immer, obwohl die ganze
Weltgefühl dir ins Ohr plärrt, dass das jetzt so gemacht werden muss. Und dann machst du es und ist es für dich aber falsch, ja? Also sowas kennen wir doch auch und wir kennen es auch, wie wenn wir intuitiv angebunden sind an die Energie. Wenn wir zum Beispiel telepathisch mit jemandem fast schon verbunden sind und dann diese Freundschaft sich vertieft oder so, oder man sich dann genau beieinander meldet, wenn der andere auch an einen denkt. Also das sind ja jetzt überhaupt gar keine Sachen, die man als Zufall abtun kann. Und ich denke, wenn du jetzt hier auch auf meinem Kanal gelandet bist, dann bist du auch hier genau richtig, wenn du das Gefühl hast, hier auch richtig zu sein. Also herzlich willkommen auch an die neuen Leute und auch an alle, die mir treu geblieben sind, so. Oder mich wiederentdeckt haben oder noch nicht. Oder halt auch die Wahrheit zu schätzen wissen, ja? So wie sie sich halt uns so zeigt. Interessanterweise, diese ganzen Energien passieren auch nicht unbedingt alle am 1. Januar. Also so dieser Energieshift, der passiert tatsächlich auch später im Januar. Zum Beispiel das Rave-Jahr aus dem Human Design geht langsam los ab dem 20. Und ab dem 22. ist dann wirklich das Tor 41 aktiviert. Und ab da geht dann auch wirklich das neue Jahr im Human Design los. Dasselbe ist auch mit dem chinesischen Jahr. Also da ist zum Beispiel der Energieshift von den fliegenden Sternen. Die fliegenden Sterne, das sind Energien, die in die verschiedenen Himmelsrichtungen fließen. Und da ändert sich die ganze Energie ab dem 4. Februar. Manche sagen sogar Ende Dezember, ja. Aber 4. Februar ist wirklich das Datum, wo... Also was ich auch auf jeden Fall aus den meisten Quellen so weiß. Ich habe zum Beispiel angefangen, meine Wohnung wieder zu ändern energetisch. Ja, einfach weil ich halt in den Winterferien Zeit hatte. Also das tut dann auch nicht weh, wenn man das jetzt irgendwie im Januar macht oder so. Aber so offiziell ist das halt ab dem 4. Februar der Fall. Genau. Wir haben ganz, ganz verschiedene interessante Energien. Also wir haben das Tor 36 aktiviert in diesem Jahr und das ist in Neptun und das ist die Krise, aber auch immer wieder Thema Sexualität. Also 36er ist ein recht sexuelles Tor und auch das Tor der Krise. Und in Neptun, also hier in diesem Jahr 2024, sind wir kollektiv und es ist jetzt egal, welches Sternzeichen du bist oder welcher Human Design Typ du bist. Wir haben das einfach als Einfluss für uns alle, diese Krise. Aber die Krise ist was sehr, sehr Heilsames. Ich habe selber dieses Tor, kenne ich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, also diese Krise, sage ich mal, also wir können auch wirklich alte Energien wegspülen. Traumata können hochkommen, damit sie halt geheilt werden. Das wird uns halt passieren, da darf man sich nicht erschrecken davor. Das ist einfach wirklich heilsam, wenn wir es zu nehmen wissen. Und da kommt schon wieder unsere eigene Verantwortung ins Spiel. Wenn ich dir jetzt sage als Beraterin, ja, die Krise kommt auf dich zu, dann bekommst du Angst und kannst damit nichts anfangen. Aber wenn ich sage, ja gut, aber die ist jetzt einfach auch dazu da, dass du auch mal so in diesen Schmerz reingehst, damit der hochkommen kann, damit das gereinigt werden kann. Und vor allen Dingen wird ganz, ganz oft gesagt im Tor 36, dass die Sachen hochkommen. Nee, also dass einfach nach jeder Nacht auch immer ein Morgen kommt. Und das kann ich absolut bestätigen mit der Erfahrung damit, dass wenn es mal ganz, ganz dunkel war, wir uns nicht wohlgefühlt haben, vielleicht sogar wirklich ein paar Tränchen geflossen sind, am nächsten Tag überraschenderweise oder schon einige Stunden später es einem dann wieder besser gegangen ist. Also wenn du dir das vor Augen hältst und die heilsame Wirkung des Ganzen, damit es mal hochkommt, auch so wirklich nehmen kannst, dann ist das absolut gut. Fragen zum Thema Sexualität können da auch aufkommen. Aber vielleicht ist da noch keine Lösung in Sicht. Zuerst muss halt ganz, ganz viel hochkommen, damit wir uns dann im Jahr 2025 weiterentwickeln können. So, jetzt kommen schon wieder Menschen. So, was haben wir hier noch Schönes? Vor allem Menschen, die stehen bleiben. Ja.
Also was wir hier auch noch auf jeden Fall das ganze Jahr über haben, ist das definierte Gehzentrum und vor allen Dingen auch Tor 57. Das definierte Gehzentrum und dieses Tor 57, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir können hier auch unsere Intuition absolut anzapfen und wir können für unsere eigenen Belange einstehen und wirklich unsere Selbstliebe erspüren, unsere Selbstliebe vertiefen. Das ist sehr, sehr wirklich eine wunderschöne Energie für alle Menschen, die zum Beispiel ein offenes Gehzentrum haben. Und so kommt man sehr, sehr gut durchs Jahr. Man lernt wirklich, was fühlt sich für mich gut an? Was macht mich denn aus? Welchen Weg möchte ich wirklich auch durchsetzen für mich? Das kann schon gut sein, dass dann zum Beispiel einige Menschen oder Einflüsse wegfallen im Leben. Also dass da wirklich auch einiges los sein wird. Dass nicht jeder Mensch mit dir kommen kann, dass du vielleicht auch erlebst, gerade durch den 36er. Ja? Aber nicht nur durch den 36er. Also da kann auch wirklich, du wirst dann merken, wer wirklich dein Freund ist, wer wirklich zu dir gehört, wer eh den gleichen Weg mit dir gehen möchte und oder wer sagt, nee, das ist so, wir sind doch zu unterschiedlich und du veränderst dich gerade. Du sagst plötzlich öfter mal nein. Du hast Grenzen, ja. Die hattest du vorher nicht. Auch ich kann dich auch nicht mehr so schnell ausnutzen. Mensch, das hast du doch immer so gerne gemacht, dieses Putzen und irgendwie, weiß ich nicht, Staubsaugen nicht. Warum machst du es auf einmal nicht? Also so Leute fallen weg, ja. Das kann natürlich auch nicht immer so lustig sein, wie ich es jetzt hier darstelle. Aber es ist am Ende des Tages ja eigentlich die bessere Wahl, anstatt sich da irgendwie im falschen Leben aufzuhalten oder sonst wie Sachen weiterzuführen, die eigentlich so überhaupt gar nicht zu uns gehören. Ja, das ist eigentlich nicht so ein Jahr, wo man jetzt sagen kann, wow, du wirst Millionär. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, du kommst zu dir und du wirst so viel, viel stabiler in deiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn du sagst, ich bin schon stabil, keine Ahnung, dann kann es schon sein, dass sich das da auch noch mal mehr vertieft und man sich vielleicht am Ende auch kaum mehr wiedererkennen kann. Ja, 51 im nördlichen Mondknoten haben wir noch. Wir haben auch das Zeitalter des Wassermanns, meine Lieben. Wir haben Tor 32, aber nicht den 54er, ja? Also es geht nicht darum, voranzukommen. Es geht darum, überhaupt erstmal herauszufinden, inwiefern komme ich denn voran, ja? So das, was nicht passt, also schön aussieben, aussortieren. Entschuldigung, damit wir überhaupt wissen, was denn vorankommen oder Veränderungen oder Upleveling, ja? Ist ja so das moderne Wort. Auf ein neues Level kommen, was das überhaupt für uns in der Tiefe und individuell halt bedeutet. Du sollst keine Angst haben in diesem Jahr, auch wenn sich Dinge verändern und auch wenn vielleicht nicht Einstein auf dem nächsten bleibt, egal. Folge deiner Intuition, ja. Politisch kann es natürlich auch schon wieder Unsicherheiten geben, ja. Wir haben ja auch Einschränkungen, wir haben das Tor 60. Das heißt, das hatten wir schon die ganze Zeit durch die Corona-Zeit. Dann war ja Krieg, dann haben wir noch Inflation mit dabei bekommen. Also wir kennen eigentlich dieses Spielchen. Vertrau deiner Intuition, du bist bis hierhin gekommen. Es hat alles funktioniert, ja, auch wenn vielleicht Kursänderungen da gewesen sind. Hier geht es darum, dass wir uns selber leben, dass wir Kursveränderungen so machen, dass wir uns wirklich wohlfühlen und nicht nur Kompromisse irgendwie leben, sondern halt auch echt, ja, persönlich weiterkommen. Es ist ein bisschen schwierig, ihr Lieben, hier rumzulaufen und irgendwie mich dran zu erinnern, was ich da erarbeitet habe im Einzelnen. Genau, übrigens, ich habe einen internationalen Kanal und zwar auf Deutsch, Englisch und auf Polnisch und es kommen auch immer verschiedene Videos raus und nicht immer das gleiche Thema auf einmal, sondern auch immer verschiedene Themen, falls es auch Menschen gibt, die alle drei Sprachen oder zwei davon sprechen oder so, nicht, dass ihr dann immer die gleichen Themen habt. Wir haben sehr, sehr viel Yang in diesem Jahr und zwar in der astrologischen, in der chinesischen Astrologie. Haben wir sehr, sehr viel Yang-Energie. Wir haben die Periode 9,
ab dem Jahr 2017, also wir kennen das, alles ist viel, viel schneller geworden, hat sich beschleunigt. Ja, wir beschleunigen uns auch und können dann auch diese Energien für uns nutzen. Diese ganze Feuerbetonung, wir haben ja als Tier in der chinesischen Astrologie, haben wir den Holzdrachen und halt sehr, sehr viel und halt einfach insgesamt Energien, die clashen mit Holz, die einfach Feuer noch reinbringen, die eben männliche Energie, also diese Yang-Energie reinbringen. Ja klar, kann es auch politisch dann auch drunter und drüber gehen, wenn dann die Temperamente aneinander prallen, wenn es Streitigkeiten gibt. Also ich will nicht versprechen, dass es politisch besser wird, aber ihr Lieben, wir haben eine Intuition und wenn du da Hilfe brauchst, kannst du auch sehr gerne bei mir eine Beratung buchen oder bei einem Berater oder Beraterin deiner Wahl und wir helfen dir gerne, dir da selber zu vertrauen. Ich bin Fischegeborene, auch Venus in den Fischen, Mars in den Fischen, also ich kann mitfließen durch die Energien und dafür bin ich hier mit meinem Kanal, damit ich dich da unterstützen kann, wenn es für dich Thema überhaupt ist. Auf jeden Fall danke ich euch sehr, dass ihr bis hierhin angeschaut habt. Herzlichen Dank, ich wünsche euch das allerbeste Jahr und nur das allerbeste und ja, wunderschöne Spaziergänge in der Natur. Eure Michelle, tschüss, danke für euer Like und die Kommentarchen. Und wenn ihr mich braucht, meine E-Mail-Adresse steht immer unten in der Infobox. Bis bald.